Schokolade essen macht ja glücklich und Eier essen macht ja Herzinfarkt. Falsch. Falsch. Doppelt falsch. Warmer Kuchen macht Bauchschmerzen. Nicht wahr, Oma? Du würdest mir nicht einfach so Lügen erzählen, damit ich bis zum Kaffee die Finger vom Kuchen lasse. Nicht wahr, Oma? Ich weiß Bescheid. Bam. Oma hat gelogen. Deinem Körper ist es kackenegal, ob du Kuchen warm oder kalt isst. Oma, warum? Weil du stinkst. Und rohen Teig zu essen macht auch keine Bauchschmerzen. Jetzt mal ehrlich, warum, Oma? Aber das alles weißt du vielleicht sogar schon. Ja, du weißt ja auch, dass Karotten deine Sehkraft verstärken. Aber auch das ist ja eine Lüge. Das war britische Kriegspropaganda oder nur ein zu ernst genommener Witz. Man ist sich da nicht ganz so einig. Karotte essen macht aber orange. Und das ist definitiv ein bisschen witzig. Und beim Essen im Spinat waren Leute einfach zu blöd, Kommas zu setzen. Wir wissen's, ne? So oder so, alles falsch. Aber das weiß ja schon jeder, der den Kanal abonniert hat und das Glöckchen aktiviert. Ne? Haben wir hier beim Alternativ nämlich schon mal kollektiv aus unseren Hirnen rauskorrigiert. Und jetzt kurz zum Intro. Eier erzeugen auch nicht einfach so einen Herzinfarkt, weil dein Körper selbst den Großteil an Cholesterin produziert. Ob du damit dann Probleme kriegst, hängt von deiner Genetik ab und von deinem gesamten Lebensstil, aber nicht davon, ob du jetzt ein oder zwei Frühstückseier hast. WTF. Und ja, Schokolade an sich macht dich nicht glücklich, ne? Wenn überhaupt, hat nur die dunkelste Dunkelschokolade irgendeinen Effekt auf dich. Und der Rest ist einfach nur das Essen, weil es witzig ist im Mund. Ja, in Schokolade sind Botenstoffe, die dich glücklich machen könnten. Aber deine Magensäure sagt da grundsätzlich nein. Und selbst wenn, ist die Konzentration dermaßen niedrig, das ist auch egal wer. Kennt ihr noch mehr Mythen und Gerichte aus der Gerüchteküche, an die ihr glaubt oder vielleicht nicht mehr glaubt? Schreibt mir eure Essenslügen in die Kommentare. Mein Opa hat mir zum Beispiel erzählt, dass Kakao von braunen Kühen kommt. Und meine Omi hat mir beigebracht, dass Salami nur echt Salami ist, wenn sie springt. Da pustet man auf dem Teller so und dann macht die Salami. Und warum? Damit ich nicht wie das letzte Schwein jegliche Nahrung auf dem Tisch in mich reinschaufle, sondern pro Brot mindestens einmal einatme. Das sagt aber nichts über die Wurstqualität aus. Oma, du Biest. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder, der mythenmordende Mann aus dem Internet. Über Ernährung gibt's ja mindestens so viele Meinungen, wie Mäuler zu stopfen sind. Gesund, ungesund, nachhaltig, vegan, quadratisch, praktisch gut. Heute alles, aber scheißegal. Heute geht's nämlich nur um Fakten. Direkt mal was ganz Wichtiges zum Anfang. Ein gutes Glas Rotwein am Abend stärkt das Herz. Na, da läuft bei mir ein richtiger Schwarzenegger am Brustkorb, Alter. Ich belasse es nämlich nicht nur bei einem. Warum schmeckst du so eine Arschloch? Ich check das nicht. Resveratrol heißt der Zauberstoff im Spätburgunder, der angeblich gratis deine Arterien sauber putzt und so vor Herzinfarkten schützt. Das ist ja nett. Den finde ich sympathisch. Man kann sich unterhalten. Und außerdem soll es gegen Hautprobleme helfen bei Diabetes, Krebs und dein Leben verlängern. Ob das was Gutes ist, muss jeder selbst entscheiden. Und ich muss ehrlich sein, in diesem Spielplatz namens Internet fühle ich mich manchmal schon wie so ein verloren gegangenes kleines Kind. Mama. Überall lauern Gefahren. Jeder will mein Spielzeug klauen und es weiterverkaufen. Und ich will nicht alles mit dir teilen, nur weil du das willst, du. Du böser Bulli. Lass mir einfach in Ruhe spielen, Alter. Ich habe nichts getan. Teddy, ich hab Angst. Aber was, wenn Teddy dich beschützen kann? Kannst du mir gegen diesen Fiesling helfen, bevor er mich noch im Sandkasten verbuddelt mit seinen Viren-Trackern und Werbungen? Oh, du hast einen integrierten Bedrohungsschutz und Next-Gen-Datenverschlüsselung. Wow, Alter, Teddy, du bist so cool. Und wie kann mir NordVPN Teddy noch mehr helfen? Ich kann zum Beispiel virtuell in 59 Ländern dank über 5400 Servern weltweit reisen. Jetzt kann ich endlich meine Kinderserien von woanders sehen. Und Teddy selbst trackt dabei nichts. Strenge No-Logs-Policy. Dafür beschützt NordVPN Teddy aber nicht nur eins meiner Spielgeräte, sondern direkt bis zu 6. Was sagt ihr dazu, ihr bösen Kids? Jetzt fühlt ihr euch nicht mehr so cool. Und wenn du jetzt auch Bock auf einen sicheren Online-Spielplatzbesuch hast, geh jetzt auf nordvpn.com/alternativ und sichere dir einen riesigen Rabatt auf einen NordVPN-Teddy und sogar 4 Gratismonate. Alles natürlich risikofrei mit 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich bin so groß! Das alles ist auch nach langer, langer Studie nicht bewiesen, allem voran der Nutzen fürs Herz. Wenn dir also wieder jemand seinen Herzstopper für gesunde Herzen anbietet, sag einfach nein, wie es ein verantwortungsbewusster Erwachsener tun würde. Ein Effekt von Resveratrol ist übrigens bestätigt. Man kriegt nachweislich und zuverlässig Dünnpfiff. Wenn du also aus irgendeinem Grund auf hellbraunen Wasserfall stehst, 2 Gläser Wein sollten es regeln. Passend dazu, Bier auf Wein, lass es sein. Nein. Die Reihenfolge juckt überhaupt nicht. Die ehrliche Devise von den Leuten, die daran glauben, Sauf zu Hauf und Deckel drauf. Und wenn wir gerade schon beim Alkohol sind, können wir auch einmal durch die ganzen Alkoholmythen durchspielen. Wie ein betrunkener Sonic, Alter. Nein, dein Kater kommt nicht davon, dass die Prozente dein Gehirn geschmolzen haben oder sich irgendwo festsetzen oder sonst was. Aber er kommt auch nicht nur vom klassischen Austrocknen. Möge super. Ein Liter Wasser nach Alkohol saufen hilft dir auch nicht. Was du brauchst, ist
Salz. Beziehungsweise Elektrolyte. Frag mich nicht, was das sind. They make the Nerf go zoom. Und ohne ist halt shit. Und Brot hilft, by the way, auch nicht, weniger betrunken zu werden. Warum auch? Der Alkohol saugt sich in dem Brot auf. Ja, und du hast das Brot dann doch trotzdem gegessen. Oder willst du mir sagen, dass du am nächsten Morgen einfach nur so ein nasses Baguette rausdrückst? Ich denk nicht. I doubt it. Leute schieben sich nicht aus Versehen Tampons mit Schuss in den Poppes, ja? By the way, lost, wer das macht, Alter. Ganz normales Wochenende mit den Boys. Sich gegenseitig Tampons in den Afterfingern. Just boys being boys. Pals being pals. Und Schnaps regt auch den Magen nicht an. Das hat dein Opa nur gesagt, um seine Sucht zu rechtfertigen. Weißwein weckt dich nicht auf und eine kalte Dusche macht dich nicht nüchtern. Das klappt in Hollywood nur, weil die eine begrenzte Runtime haben und nicht 80 Minuten besoffener James Bond schläft streamen wollen. Und das gute Konterbier kontert nix, sondern boxt dich einfach nochmal um. Aber das merkst du halt einfach nicht direkt. Als letztes noch was bisschen Alkohol-Trauriges. Ihr kennt ja alle noch den coolen Berghund, der mit seinem Fässchen durch die Alpen streift und verunglückten Wanderern einen kurzen ausschenkt. Warum macht er das? Naja, wenn du im Schnee verunglückst, wird dir kalt und Alkohol macht ja warm. Der Hund rettet also Leben. Ja, ist falsch. Also abgesehen davon, dass der Alkohol niemanden irgendwann warm gemacht hat, sondern dich eigentlich noch schneller auskühlen lässt, weil deine Blutgefäße sich weiten, hat der Hund dich also quasi getötet. Stell dir vor, du gehst verloren und dann steht so ein sabbernder Todesengel über dir, der dir noch den letzten Absinth einflößt. Die. Aber es kommt noch schlimmer. Dieses Fass als solches hat nie existiert. Das hier ist der Hund, bei dem alles begonnen hat. Barry. Und ich liebe Barry. Ist so süß. Ne, der hat in den Schweizer Alpen angeblich 40 Menschen das Leben gerettet und dann wurde er dafür ausgestopft. Weird flex, but okay. Und ganz ehrlich, ich hasse Barry jetzt. Er ist nicht mehr süß. Und da ist auch das tolle Fass. Aber wisst ihr was? Und das ist echt krass. Das Fass ist nur ein Spaß. Oh mein Gott. Das Fass gab es nämlich nie. Weder Barry noch irgendein anderer Bernardiner hat jemals solche Fässchen gehabt und hat die schon gar nicht über schneeverwehte Gletscherleichen gekippt. Hunde mögen auch den Geruch von Brandy und Co. jetzt nicht so gerne. Man schnallt ja auch einem Pferd nicht den Elektrozaun vors Gesicht. So, damit ist aber jetzt alles Ethanolbezogene aus dem Weg. Feierabend! Kommen wir also zum Essen. Mit eurer Hilfe! Bei einigen Soßen wird ja ganz gerne mit Wein abgelöscht oder ein bisschen Wodka reingekippt und so weiter und so fort. What if they kiss? Und das ist ja auch gar kein Problem, weil der Alkohol dann ja wieder ganz schnell daraus wegdampft und nicht mehr im Essen ist. Falsch! Alkohol siedet zwar tatsächlich bei 78 Grad Celsius, allerdings kann sich der Alkohol in so einem Pot Essen mit den anderen Zutaten verbinden und braucht dann sehr, sehr viel länger, um wieder rausgebacken zu werden. Wenn man also den verzogenen Schnöselkindern nächstes Mal wieder Filet Mignon mit Rotweinreduktion serviert, denkt einfach daran, dass es lange genug gekocht haben sollte oder halt nur ganz kurz, wenn sie danach ins Bett sollen. So, das war's jetzt mit Alkohol, gehen wir lieber zu. Gesund. Früchte. Kann man so viel essen, wie man will und man wird nicht dick von. Jo, ist auch direkt falsch. Früchte sind natürlich gesund, aber jeden Tag 5 Pfirsiche essen bringt dir auch zu viel Zucker in den Körper und zwar ganz egal, ob die getrocknet sind oder fresh. Überraschend. Schockschwere Not. Passend dazu, Fructose ist auch nicht besser für den Körper als ein anderer Zucker. Das kann zwar ein bisschen schneller verwertet werden, bringt so mehr Energie, aber ansonsten macht es keinen Unterschied. Isst zu viel davon und ist scheiße. Simple Regel für alles an Zucker. Aber jetzt zum eigentlichen Mythos. Legt ihr eure Äpfel mit anderen Früchten in die Obstschale und dann werden plötzlich alle anderen Obste schlecht. Für sich gestern steinhart, heute schimmelig. Banane braun bis in den Mund. One bad apple ruins the bunch, wie die Engländer sagen, glaube ich. Ich bin kein Engländer. Aber das ist... Oh, das ist wahr. Und Ethylen ist ein reifer Hormon von Früchten resultierend, denkt sich dann der Pfirsich nebenan einfach. Aber jetzt der Mythos. Nicht nur Äpfel machen das. Wer jetzt nämlich gesagt hat, das wusste ich schon, Alter, dem sag ich, pass mal auf, du Klugscheißer, ich scheiße, ja? Wusstest du, dass auch Bananen, Birnen, Blaubeeren und Erdbeeren ziemlich krass Ethylen in die Luft husten und so nicht nur sich selbst, sondern auch alles drumherum in den Obstfliegenabgrund stürzen? Tja, wieder was gelernt und darauf erstmal eine Ananas. Und dann holen wir mit unserem neuen Wissen natürlich erstmal eine leicht grüne, damit die nicht direkt vom Gammelpheromon von den restlichen Früchten totgeboxt wird. Hoho, ho, Makomonoga. Die Ananas gibt den F*** drauf, wie die anderen Früchte reifen. Während dein Apfel oder deine Banane mit der Zeit nämlich immer süßer werden, bevor sie... Ist es komplett useless, eine unreife Ananas zu kaufen. Warum? Ohne jetzt zu biologisch zu werden. Viele Früchte enthalten erstmal viel Stärke und während sie reifen, wird die Stärke zu Zucker umgewandelt. Mal in einen unreifen Apfel gebissen und dein ganzer Mund zieht sich zusammen und alles fühlt sich trocken und rutschfest an. Das ist Stärke! Jerry! Und während der Apfel dann in der Sonne hängt, wird immer mehr Stärke zu Zucker und der Apfel damit süßer. Bis halt
zu viel. Also Apfel reift, Apfel süß, auch im Obstkorb. Die Ananas ist da aber zu blöd für. Die ist aus der B, ich sag's euch. Die Ananas wird nämlich die ganze Reifezeit von der Mama-Pflanze mit Zucker gefüttert, um süßer zu werden. Und goddammit war ich überrascht, als ich zum ersten Mal gesehen habe, wie die wachsen, Alter. Pff, what the fuck, Ananas? Do you even plant? Mach mal wie Apfel, Alter. Das soll einfach ein Raketenstart. Wächst einfach ein Tumor aus so einer Fake-Aloe Vera, Alter. Die macht Creme und keine Früchte. Und wenn wir schon dabei sind, Erdnüsse wachsen so. Schockiert. Mein Leben war eine Lüge. Was kommt als nächstes, ne? Die grünen Knospen sind gar nicht die Kartoffeln, ne? Don't eat them, die sind giftig. Zurück zum Thema. Wenn man die Ananas jetzt unreif abschneidet, dann hat man eine ewig unreife Ananas. Aber Malte, wir kaufen die immer grün und irgendwann wird die weich und dann essen wir die. Du isst gammelige Ananas. Ganz simpel. Darum riecht die reif auch immer so wie Berry ausgestopft. Da sind schon mehr Bakterien Pina Colada drin, als du zählen kannst. Also, hol nur Ananas, die schon reif ausschauen. Simpel. Und weil mich nach den letzten Videos eh schon alle Christen hassen, machen wir uns doch auch noch ein paar Feinde bei den athleistischen Sportlern unter euch. Proteinpulver ist absolut useless und eine reine Bequemlichkeitssache. Kommt klar damit. Ja, Sportler brauchen mehr Protein pro Tag, um Muskel aufbauen zu können. Protein. Aber das kommt auch mit ganz normalem Essen in deinen Körper. Pulver ist halt convenient. Im Gym schnell in der Hähnchenbrust, grillen sie da komisch aus, da macht sich ein Shake schon besser. Aber da hört der Nutzen dann doch eigentlich schon auf. Wer zu Hause zu jedem Essen Proteinpulver zum Dippen stehen hat oder jede Banane von einem Proteinshake begleitet wird, der muss maximal mehr pupsen und halt öfter Pulver nachkaufen. Es tut mir leid, aber ihr seid einem Sportmythos aufgelaufen. Einem Mythos, der euch erzählt, dass ihr jeden Tag nur noch Whey trinken dürft und davon aber nur die eine Marke und am besten macht ihr ein Dauerabo für monatliche Pakete. Ja, ihr seht, wo ich hin will. Ihr braucht das Pulver oder Protein-Pancakes nicht, wenn ihr euch ordentlich ernährt. Extra Protein wird literally zu Proteinriegel und landet in der Toilette, wenn ihr versteht, ja? Denkt aber nicht drüber nach. Und wie wäre es mit einem weiteren Hassmob für mich? Bio. Bio ist toll, aber Bio hat genauso viele Mythen wie alles andere um sich herum. Kennt ihr das, wenn Leute sagen, oh, man schmeckt doch einfach, dass das Ei aus Bio-Haltung kommt und die Karotte, Mensch, die sind nur Bio richtig lecker. Haltet euch fest. Das alles stimmt nicht. Das ist, ich find's ja selber traurig, eine gottverdammte grüne Lüge. Gab sogar eine Studie dazu, die schwerwiegende Auswirkungen hatte. Tesco in England hatte nämlich den Slogan, der übersetzt zu circa Bio, der Unterschied, den man schmecken kann, gesagt hat. Und dann kam die Wissenschaft und hat gesagt, nee, das stimmt nicht, macht es weg. Und dann hat Tesco das weggemacht. Dam, dam, da! Aber ist das nicht krass? Eine Möhre bleibt auch Bio eine Möhre. Und damit ist Bio auch nicht per se gesünder, weil es ist the same picture. Bio kann besser für die Umwelt sein, aber eine Kuhherde bleibt leider trotzdem eine Kuhherde. Und 1,3 Quadratmeter pro Schwein plus ein Quadratmeter Regen sind jetzt auch nicht so nett. Pestizide werden bei Bio allerdings keine gespritzt. Das stimmt definitiv. Aber auch gespritztes Gemüse in der EU hat immer noch Pestizidwerte weit unter allen Schwellenwerten, die für unsere Gesundheit oder den Geschmack relevant wären. Und vielleicht können wir die letzten Mythen auch einfach noch ganz direkt an die lieben Bio-Leute von Demeter richten. Den ersten offiziellen Bio-Propheten Deutschlands schlechthin. Es tut mir leid, aber es bringt den Pflanzen absolut überhaupt nichts, wenn sie von irgendeiner Olga angetanzt werden, wenn man mit ihnen bei Klangschallmusik Yoga macht oder wenn man den Boden mit den Geistern der Vorkühe dieser Weide speist. Und es bringt, ich war auch selber überrascht, keine Universumsenergien in den Boden, Kuhscheiße und Kuhhörner zu stopfen und dann damit die Pflanzen einzureiben. Aber es ist Bio. Oh mein Gott. Aber es gibt da draußen noch viel mehr Dinge, an die Menschen glauben, die einfach nur absoluter Bullshit sind. Ich würde mir das Video hier angucken. Ich glaube, es ist hier. Mann, das ist aber schön. Klick drauf.